Alter! Okay, stimmt was nicht. Und damit Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar zu Teil 3 der Lieferreihe. Denn ich habe beim letzten Mal ja Burger bestellt, Döner bestellt, was auch super spannend war. Und heute ist Teil 3 dran, es wird Pizza bestellt. Dafür habe ich mir 3 verschiedene Spots rausgesucht und ich würde sagen, wir bestellen die direkt einmal, damit sie auch zeitnah ankommen. Ich habe mich auch für eine neapolitanische Pizza entschieden, und zwar Sola in dem Fall. Das ist hier eine Pizzeria in der Nähe, und das Besondere dabei ist, diese Pizza wird in einem Holzkohleofen gebacken. Also wirklich mit Holz und echtem Feuer. Deswegen fand ich die vor Ort auch sehr besonders vom Teiggeschmack generell und auch insgesamt sehr, sehr gut. Ich bin aber gespannt, wie die geliefert ist. Denn das Besondere bei so einer neapolitanischen Pizza ist natürlich ja dieser hohe, luftige Rand, der ja einfach davon lebt, dass, wenn er frisch aus dem Ofen kommt, noch so richtig fluffig ist. Und das hatte ich tatsächlich schon einige Male, dass, wenn ich vor Ort dann das letzte Stück Pizza esse, was dann schon 10, 15 Minuten liegt, ja, das ist sehr teigig, gummiartig fast schon ist. Und das wäre natürlich eine Katastrophe, wenn das so ankommt und der Teig einfach Gummi ist. So, ne, das gilt es gleich herauszufinden. Als zweite Pizza habe ich mir etwas ja auch ganz Besonderes überlegt. Nämlich war ich vor einiger Zeit bei Pizza Lovers, und die machen römisch, also Pizza alla Pala nennt man das, wirklich ganz klassisch wie in Rom, vielleicht kennen das einige, bei Bonci. Das ist ja im Prinzip eine Art Focaccia, kann man fast schon sagen, die unterschiedlich belegt wird. Und tatsächlich, der Inhaber hat auch bei Bonci eine Art Weiterbildung gemacht. Ja, ich war dort, es war wirklich, ich sag, wie es ist, vor Ort absolut eine der besten Pizzen in ganz Berlin. Nicht neapolitanisch, nicht rund, sondern viereckig. Und das hat mich komplett geflasht. Für alle, die das Video noch nicht kennen, das verlinke ich auch mal mit in der Videobeschreibung. Das müsst ihr unbedingt sehen. Diese Pizza war geisteskrank. Aber auch hier, es gilt herauszufinden, wie ist diese Pizza geliefert. Und als dritte Pizza habe ich mir natürlich auch was ganz Besonderes überlegt. Wie sollte es anders sein? Und zwar Milano Weiß. Viele kennen das vielleicht sogar. Das ist ja ein Ghost Kitchen Konzept. Also es gibt praktisch keinen konkreten, keinen richtigen Laden in Berlin. Einen mittlerweile witzigerweise gibt es, glaube ich, schon, so einen Flagship Store. Aber ansonsten ist das alles Ghost Kitchen. Das heißt, es sind in ganz klassischen, schon bestehenden Pizzerien, wo dann einfach auch Milano Weiß mit angeboten wird. Und das Besondere da ist eine bestimmte Teigmischung. Denn der Teig soll ganz besonders bekömmlich sein durch eine Mischung, ich glaube, aus 3 oder 4 Mehlen. Aber ist auch in der Entwicklung, das habe ich gehört, so mit eingeflossen, dass der auch perfekt von der Lieferung sein soll. Ja, das ist natürlich super spannend für das, was wir heute machen. Das heißt, der Teig soll trotzdem, trotz Lieferung, trotz Lieferzeit, immer noch knusprig, teigig, weich und warm sein. Und das gilt es, wie gesagt, herauszufinden. So, dann bestellen wir mal. Also spannend ist übrigens auch, Pizza Lovers kommen aus Lichtenberg. Das heißt, es ist ein kleiner Weg hier nach Kreuzberg, aber zeitlich sind das um die 25 Minuten. Das ist auch eine klassische Lieferzeit, würde ich jetzt sagen, wie bei anderen Pizzen. Deswegen habe ich die schon mal direkt bestellt. Und jetzt geht es noch an Sola, neapolitanisch, und Milano Weiß. Ja, ich weiß, also was ist das auf dem Teig? Es ist ein normaler Standardteig, kann man fast schon sagen, nur eben mit einer besonderen Mischung. Vielleicht so. Ja, dann haben wir 3 verschiedene. Ich bin sehr gespannt. Jetzt bestelle ich erstmal bei Sola. Auch noch ein wichtiger Punkt. Neapolitanische Pizza suppt ja auch schnell durch. Der Rand ist zwar hoch, aber der Boden ist super dünn. Und es kann halt schnell sein, dass, wenn da natürlich mal irgendwie so ein bisschen was so durchsuppt oder so, ja, dass unten auch der Pizzakarton zum Beispiel dann durchsuppt und so. Bin da auch super gespannt. Komm, einfach klassische Salami. Das geht immer. Ist bestellt? Ja. So, in 20 bis 30 Minuten sollte die auch da sein. Jetzt noch einmal schnell die Milano Weiß Pizza. Fungi Hawaii. Ich nehme einfach nur Hawaii, weil da ist tatsächlich auch spannend, ob die Ananas da auch Saft abgibt und das Ganze auch nochmal weiter durchsuppen lässt. Das, ich glaube, steht heute alles unter dem Motto, das gilt es herauszufinden. mit Sriracha-Soße oben drauf. Ja, komm, mach ich. Passt. Pizza Hawaii ist bestellt. 12 Sekunden später. So, und es müsste jetzt gleich klingeln. Ha. So, Milano Weiß war am schnellsten. So, gucken wir uns gleich mal die Pizza an, denn in 2-3 Minuten kommt schon die nächste. Aber bevor die da ist, jetzt gilt es erstmal herauszufinden, wie ist der Rand. Erstmal nur der reine erste Eindruck. Also. Oh, okay. Okay, okay. Interessant, interessant. Ja. Ja, also hat gute Röstaromen, wenn man das so sagen kann. Sieht auf jeden Fall schon, ja, danach aus, als hätte die, ich sag mal, ein paar Sekunden weniger im Ofen sein können. Aber auf jeden Fall nicht gegeizt an Sriracha-Soße. Sieht sehr schön aus. Aber ja, die hat so, ich sag mal, einen rustikalen Touch. Und jetzt schnell wieder zu, denn in einer Minute kommt die nächste. Und schon mal die zweite. Genau, die neapolitanische Pizza. Die dritte kommt ein bisschen später, aber das passt ganz gut, weil dann essen wir jetzt erstmal diese beiden und vergleichen die ein bisschen untereinander. Also, wie sieht die denn aus? Ja.
Ja. Geil, geil. Also die Bräunung, die Milano Weiß ein bisschen zu viel hat, könnte die ein bisschen mehr vertragen, theoretisch. Also zwei Pizzen, wie sie eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Die einzige Sache, die sie gemeinsam haben, sie sind rund. Denn das ist bei der dritten ja nicht der Fall. Also, ja, auf jeden Fall komplett anders vom Teig. Ne? Der eine Teig, man hört's, ja, knusprig und der andere nicht knusprig. Klassisch neapolitanisch halt. Und ich gucke jetzt mal, die sind beide, ich würde sagen, gleich warm. Also noch gut warm. Ich würde so sagen, das ist eine, ja, gute mittelwarme Stufe. Also so eine 5 von 10 in der Wärmeskala. Die neapolitanische ist nicht geschnitten. Finde ich das gut? Ja, finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr, sehr gut sogar. Denn die Soßen können dann nicht praktisch durchsuppen, sodass der Karton eben nicht durchsuppt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich gucke mal hier unten. Ja, perfekt. Also die neapolitanische, ich versuche mich ein bisschen zu beeilen, ne, damit ich gleich essen kann und so weiter und so fort. Also was super clever schon mal ist, dass Punkt 1, die neapolitanische Pizza nicht geschnitten ist, sieht unten hervorragend aus, sieht richtig gut aus und die Milano Weißpizza hat unten noch hier so ein Papier dazwischen, dass es eben nicht in den Pizzakarton reinsuppt, obwohl die schon geschnitten ist. Okay, also ich probiere jetzt erstmal Milano Weiß und ich muss sagen, also unten auch sieht die Pizza richtig geil aus. Die hat auf jeden Fall, ja, so richtig geile Röstung einfach insgesamt. Pizza Hawaii. Geil. Wer Pizza Hawaii nicht mag, ne, der hat es nicht verstanden. Ich sag, wie es ist. Aber Pizza Hawaii mit Sriracha ist auf jeden Fall auch geil. Hatte ich so in dieser Kombi tatsächlich auch schon mal. Okay. Okay, krass. Alter. Ich sag mal so, muss der einen Mindestbestellwert erreichen. Oh, gucken wir da schon mal rein. Oh, die ist noch richtig warm, ne? Die ist richtig warm und hatte den längsten Anfahrtsweg mit, ich glaube, 4 Kilometern. Aber es hat halt schnell geklappt. Ja, so, das ist schon mal gut. Ich packe die kurz zur Seite. Und wir sind stehen geblieben beim Pizzaschneider. Deswegen einmal schnell die neapolitanische Pizza rein. Klassisch neapolitanisch, wirklich klassischer geht's nicht. In dem Fall mit Salami und Fior di Latte Mozzarella. Also wirklich italienischer Mozzarella. So, und sieht gut aus. Auch von der Bräunung unten. Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Muster. Genau, und jetzt gucke ich mal, der Käse ist schon ein bisschen fester, aber mal schauen. Also mir fällt schon mal eine Sache auf. Die neapolitanische Pizza, genau wie die von Milano Weiß, lagen jetzt beide für, ich würde sagen, 2-3 Minuten offen. Die waren beide auf jeden Fall gleich warm und das ist gerade super spannend, denn die neapolitanische Pizza ist tatsächlich schon um einiges kälter als die hier. Und ich komme gleich mal zum Rand, um zu schauen, wie es wirklich mit dem Rand aussieht. Aber erster Eindruck, neapolitanische Pizza speichert nicht so gut die Wärme. Genau das, was ich auch tatsächlich befürchtet habe. Und Punkt 2 ist tatsächlich, dadurch, dass hier oben die Ananas drauf ist und einfach insgesamt noch ein bisschen mehr Belag, speichert das vor allem die Ananas noch die Wärme viel, viel länger. Das heißt, wenn ich hier auf ein Stück beiße, wo auch Ananas mit dabei ist, ist es einfach insgesamt im Mund noch viel, viel wärmer. Mhm, krass. Weil man sieht hier auch bei der neapolitanischen Pizza doch schon auch echt komplett freie Stellen, was auch tatsächlich, ich sag mal, normal ist, ja, bei neapolitanischer Pizza. Das kann passieren. Ich finde es nicht ganz so geil, ja, weil ich möchte natürlich auch überall gleichmäßig Tomatensauce haben. Ich weiß aber, dass das in der neapolitanischen Pizzeria, beziehungsweise auch in Neapel sogar, oft der Fall ist, dass, na, das ist ja schnell italienisch, einfach nur rauf, bam, bam, bam und so weiter und so fort. Wie es halt so ist. Dadurch ist eben auch diese Wärme vom Teig, die schnell entfliehen kann. So, und jetzt bin ich sehr gespannt auf den Rand von den beiden Pizzen, weil darauf kommt es ja auch dann nochmal an. Einmal der Milano Weißrand. Ist gut. Hat einen guten Geschmack, tatsächlich. Ist auch das erste Mal, witzigerweise, dass ich Milano Weiß bestelle. Aber gut, jetzt einmal neapolitanisch. Ja. Okay. Geschmacklich gefällt mir der Teig von der neapolitanischen Pizza auf jeden Fall besser. Also dieser schon auch viel intensivere Teiggeschmack durch diese lange Teiggare. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Milano Weiß rein eine Teigruhe hatte, aber ich weiß, dass Sola hat, soweit ich mich erinnern kann, 48 Stunden, wo der Teig auch richtig schön gehen kann und auch ein gutes Teigaroma entwickelt. Das ist hier auf jeden Fall viel intensiver der Fall. Aber dieser knusprige und innen trotzdem weiche Rand ist einfach vom Geschmackserlebnis bei Milano Weiß tatsächlich besser. Ja, das ist wirklich einfach besser. Weil wirklich innen noch super teigig, ja, ist schon geil. Und außen ganz, ganz leicht kross, ne? Also man hörte diese krosse Außenschicht
und sieht, glaube ich, auch, dass es innen schön teigig ist. Und auch wenn es jetzt kein hoher Rand ist, so in dem Fall, ne, das tut dem tatsächlich keinen wirklichen Abbruch. Und man weiß ja auch, dass man keine neapolitanische Pizza bestellt. Hey. So, und einen letzten Test bei den beiden Pizzen, bevor es an die noch verschlossene römische Pizza geht, bin ich ultra... Die ist immer noch so warm, ne? Geil. Und zwar, was das Schmelzverhalten des Käses angeht, wenn man das so sagen kann. Oh, Sriracha. Denn optisch fällt schon mal auf, die neapolitanische Pizza, da ist der Käse wirklich schon sehr hart geworden. Und das ist ganz normal bei neapolitanischer Pizza, was ich persönlich auch nicht so wirklich mag, wenn ich die auch vor Ort esse, dass der Käse einfach so schnell so hart wird. Und hier bei Milano Weiß sieht das zumindest noch käsig aus. Mal gucken. Okay, hier sind die beiden. Gucken wir jetzt mal. Einmal, ich weiß ja, wie es... guck mal hier. Mhm. Ey. Geschmacklich ist es ultra geil, ne? Diese Salami, ist das überhaupt Salami? Ich glaube, das ist gestiftete, also in Stifte geschnittene Salami. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall, die schmeckt richtig, richtig geil. Auch der Käse hat halt einen intensiven Geschmack, ne? Was man auch echt sagen muss, was hier gar nicht so richtig rüberkommt. Einerseits, weil die Schärfe das ein bisschen überlagert. Auch diese süße Säure von der Dosenananas. Aber auch der Käse kommt nicht so stark raus. Ja, aber der Teig ist hier tatsächlich überzeugend. Hey! Der Käse ist auf jeden Fall, obwohl die jetzt schon kalt ist, nicht fest. Der ist immer noch käsig. Doch schon mal viel, viel besser. Okay, jetzt geht's erstmal um die römische Pizza. Boah, da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich hoffe, die enttäuscht nicht, ne? Ach, die war so geil vor Ort. Jetzt machen wir die einmal zusammen auf. Boah, lecco mio, Alter. Alter Schwede. Oh, boah, ist das geil. Also... Wir haben hier Prosciutto Cotto, soweit ich weiß, und mich noch richtig erinnern kann. Ich gucke jetzt nach. Also, Pizza Crostino da. Also, wir haben Salami Napoli. Wo? Ist es so? Also, Salami sehe ich gerade noch nicht. Okay, stimmt was nicht. Also, ich habe auf jeden Fall eine falsche Pizza bekommen. Ich glaube, das ist eine andere Pizza. Also, ist ja auch egal. Ist erstmal egal. Also, es ist theoretisch nicht die, die ich bestellt habe. Ich habe eigentlich eine mit Salami, Kapern, Sardellen und so bestellt. Und das, was auf jeden Fall hier auch drauf ist, sind Zwiebeln aus Tropea. Tropea ist eine wunderschöne Gegend in Italien, die bekannt ist tatsächlich für diese leicht süßlichen roten Zwiebeln. Und die sind hier mit drauf und ich weiß, ich hatte das vor Ort und es war geil. Diese Pizza hat mich wirklich komplett nachhaltig geflasht. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also es ist noch immer unfassbar warm. Unten der Boden auf jeden Fall warm. Die Pizza ist geschnitten und jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier unten aussieht. Also es ist ein bisschen, ne? Ein ganz bisschen ist hier an einer Stelle auf jeden Fall. Insgesamt absolut in Ordnung. Also nicht wirklich durchgesuppt. Aber hier ist ja auch nicht so viel drauf an Soße, was direkt runterläuft, weil auch der Rand eben, beziehungsweise der Boden, auch nicht so dünn ist. Und das probieren wir jetzt mal. Oh, das klingt schon so geil. Oh. Mm. Also einmal vorweg, der Teiggeschmack ist wirklich super intensiv. Der Teig schmeckt so geil und auch genauso, wie ich es vor Ort hatte und ich mich noch daran erinnere. Ein super knuspriger Boden. Dazu der Rand auch immer noch richtig kross. Ich zeige es euch mal hier. Ihr hört es wahrscheinlich. Auch wenn die Luft zwar schnell irgendwie entweicht, kann ich mir zumindest vorstellen, ist es trotzdem immer noch knusprig. Und das liegt zum Beispiel, könnte ich mir zumindest vorstellen, an dem sehr hohen Wasseranteil hier drin, was das Ganze dann halt so super kross auch macht und das Krosse einfach auch gut bleibt. Weiß ich nicht. Wenn ihr das vielleicht wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Denn hier sind nämlich über 80% Hydration. Also wirklich sehr, sehr, sehr hohe Feuchtigkeit im Teig an sich. Was dann eben durch dieses kurze Backen bei hohen Temperaturen im Ofen super schön kross wird. So, ne? Das in der Theorie. Aber geschmacklich halt auch geil. Diese Süße von den Zwiebeln, Tomatensauce. Schon, also das war die Lieferung mit dem längsten Weg. Ne? Also ich habe es als erstes bestellt. Sogar noch ein bisschen früher als die anderen beiden. Und das hier ist noch am wärmsten. Nicht nur vom Karton, sondern auch von der Pizza selbst und hat dann wirklich dann auch die längste Entfernung kilometertechnisch. Also krass. Ich hätte es wirklich nicht gedacht, tatsächlich. Ich werde mir das einfach alles heute und morgen auch auf jeden Fall reingönnen, weil das Gute ist, man kann Pizza so geil aufwärmen. Und für alle, die es nicht wissen, man kann auch einfach in einer sehr heißen Pfanne die Pizza reinlegen, dann runterdrehen, ein bisschen Wasser an den Rand von der Pizza machen, zudecken für 30 Sekunden, eine Minute und dann ist die Pizza durch dieses Dampfgaren, was es am Ende ist, plus diesen heißen Pizzaboden, Pfannenboden, wird die unten kross und oben wieder richtig schön warm, fluffig, weich. Das mal so als kleiner Tipp nebenbei und das werde ich dann auf jeden Fall heute und morgen des Öfteren mal machen. Und die Pizza liegt da jetzt auch noch mal einige Minuten tatsächlich und die ganze Temperatur ist jetzt schon ein bisschen rausgegangen und trotzdem, ich sehe es schon und ihr hört es bestimmt jetzt, auch nicht gummiartig oder so. Es ist immer noch gleich geil, nur eben kälter.
Das war spannend. Und einfach jedes dieser drei Videos aus der Videoreihe, ob Burger, Döner oder Pizza, war echt überraschend. Also ich hätte jetzt hier nicht unbedingt gedacht, dass es noch so geil ist. Ich hätte mir fast denken können, dass es schon auch gut ankommt und auch gut bleibt. Bei der neapolitanischen Pizza habe ich es mir schon gedacht, tatsächlich. Aber bei Milano Weiß bin ich auch echt positiv überrascht. Was sagt uns das? Fazit: auf jeden Fall keine neapolitanische Pizza bestellen. Das macht wirklich keinen Sinn, sondern wirklich vor Ort essen. Es sei denn, es geht um den Geschmack. Und wenn ihr das dann hier vor Ort vielleicht auch nochmal aufwärmt, ist das vielleicht auch nochmal was anderes. Aber wenn man die bestellt und direkt genießen möchte, würde ich immer eine klassische Pizza oder eben doch wirklich so ein Focaccia-Style Pizza Romana bestellen, weil das hält die Temperatur am besten. Und wenn ihr auch eine gute Pizzeria habt, von der ihr das bestellt, kann nichts schief gehen. Deswegen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe jetzt richtig Bock, mir die Pizza zu gönnen. Und deswegen werde ich jetzt weiter essen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, diese Videoreihe hat euch generell gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es für euch war. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den Kommentaren oder im nächsten Video. Deswegen bleibt hungrig, esst mehr Pizza und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.